Herzlich willkommen zurück zu Let's Test MMOs Online, diesmal mit Ultra Force und Terror Online. Yeah, Terror Online. Hier seht ihr mal wieder unsere Zerstörerin, und da ist noch eine Zerstörerin. Wir suchen raus und wir müssen eine Herzholzessenz holen. Das kriegen wir von diesem Typen hier, den wir jetzt erstmal am umsnacken. Ausweichmanöver einleiten. Oh mein Gott, hast du das voll weggeblockt. Richtig Boss. Ich kann das auch, guck mal. Schwupp, schwupp. Ja, aber bei mir dreht er sich nicht nur im Kreis, wa? Bei mir macht er auch so ein cooler Winkel. Wuh. Ja, bei mir dreht sich's halt nur im Kreis. Zur Erinnerung, Tess spielt einen Zerstörer, beziehungsweise eine Zerstörerin, und ich spiele eine Berserkerin. Yep. Und jetzt müssen wir hier mit diesen komischen Geschöpfen von wegen Quest reden. Wir müssen mit den Forscher reden. Ja. Gib mir ein Level up. Oh yeah. Und was für den Zerstörer, für die Föderation. Weiß ich jeder, habe, welcher denn schnell das so zu. Okay. Also in der Kampfkunst gibt es Genie. Ich habe ganz viele von diesen komischen Glückseiern. Kann ich. Ja, von denen habe ich auch so drei. Kannst du Rechtsklick anklicken? Verwende Glücksei. Was habe ich gekriegt? Steht das da irgendwo? Dann kriegst du irgendwie. Teleportschriftrolle sicherer Ort. Oh, da ist ein Popori, den red ich. Verwendet ja, ich mach mich auf den Weg. Jetzt muss ich mal deinen Charakter ein bisschen begutachten. Aha. Aha. Ich muss mal deinen Charakter ein bisschen begutachten. Kann man Ego-Perspektive gehen? Nein, leider nicht. Ah, das war schade. Ja, aber deine sieht ganz gut aus. Meine aber auch. Muss ja, man sagen. Natürlich. Wie man sieht, das Spiel lenkt einen sehr starken Fokus darauf, auf die Triebe des Mannes anzuspielen. In der Tat. Das ist auf jeden Fall gut, das sorgt auf jeden Fall für gute Verkaufszahlen, würde ich sagen. Weil, wenn die sich trauen, sogar die Pädophilen anzusprechen, dann ist das schon was. Was müssen wir machen? Was ist Terronit? Was ist Terronit? Terronen. Ich weiß es nicht. Sammelt ein Terronit von der Terronen. Das sind wahrscheinlich die Kleinen hier. Ne, wir müssen hier den Großen töten und. Alles klar. Ja, ein Glück, dass die beiden so heftigen AOE-Damage haben, wa? Wow, jetzt habe ich meine Attacke voll ins Licht reingemacht, das war voll unnötig. Okay, meine Attacke kommt. Und wir haben einen Terrorist getötet. Und dort ist eine Bombe, die habe ich nicht bekommen. Doch, habe ich gekriegt. Hä, was ist eine Bombe? Ich habe eine Bombe gekriegt. Die kann ich, und zwar, so kann ich die jetzt einsetzen. So. Hä? Lol, what? Das geht? Wie geil ist das denn bitte? Boah, what? Oh, ich hab grad zwei Leute gleichzeitig für fast 450 gekrittet. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Holy shit. Da ist ein Lanzer. So wie das aussieht. Ich würde mal sagen, Lanzer heißen so, weil die... Moment kurz. Eine, die haben eine Lanze in der Hand. Mein Vater kommt gerade rein und meint, den Fernseher anmachen zu müssen, aber er geht gleich wieder. Also... Ah, okay. Ist alles in Ordnung. So, wir haben Terronite getötet. Ja, wir brauchen aber noch drei Stück, das ist, Nein, wir brauchen nur noch... Ja, ich doch, ich brauche noch drei. Ich brauche noch drei. Ja, ich auch noch. Ich hab ja, hier, guck mal hier. Hier, respawned. Das finde ich aber auch momentan richtig gut, dass die Spawn-Zeiten von den Gegnern recht kurz sind. Ja. Das schon. Also es dauert kaum 10 Sekunden und dann sind die Gegner schon gespawnt. Das finde ich ziemlich gut. Das ist wirklich gut. Schwing, ding, ding, ding. Einfach heftigen AOE-Damage machen. Alles in Ordnung. Ja. So, Weiß jetzt... mal, kann ich das auch aufladen? Ich weiß es nicht. Nein, sind aber noch Terroriten. Nein, okay. Kann ich nicht. Schade. Jo, dann ist es da, glaube ich, auch die letzte Mob-Gruppe, die wir brauchen. Kann das sein? Ja, das ist gut möglich. Double Crit. Wie man sieht, das Kampfsystem ist etwas ganz Besonderes an sich. Das ist wirklich sehr interaktiv und nicht so, du stehst da und drückst eine Taste und dann schlägt der und vielleicht weicht der aus. Nein, man muss wirklich selber ausweichen. Also es ist genau so, du stehst da und drückst eine Taste und dann schlägt der genau zu. Dieses actionbasierte Kampfsystem ist, gibt's halt nicht so häufig. Ich habe bisher kaum ein MMO gesehen, ich habe bisher gar kein MMO gesehen, wo das derart gut umgesetzt wurde. Und mit der hier muss ich reden. Ja, genau. Ich krieg jetzt eine Waffe. Die soll jetzt gut sein. Wow, die sieht genauso aus. So. so, was habe ich gekriegt? Ich habe einen selbst angetriebenen Mäher.
Der ist besser als meins und... Sieht genauso aus. Warte. Nein, das Ding sieht blau aus. Wow, das ist unglaublich. Yay, blau. Lahm, erstattet... Egal. Au, wie krittet mich das Ding, ey? Geh mal sterben. Bauer. Oh no. Eben Fähigkeit holen. Ah, tatsächlich, Fähigkeiten. Und der Typ hat einen neuen Quest. Das ist... Niederstrecken. Welche Level bist du? Ihr besitzt die folgende Fähigkeit. Die erforderliche Fähigkeit. Plätten. Stampft auf den Boden. Plätten, was ist das denn für ein Name? Ihr plättet euren Gegner. Lol. Krasser Name, wirklich. Ja. So plätten. Was ist das denn? Combo-Attacke greift. Whatever. Niederstrecken. Mehrt euren Gegner mit einem gewaltigen Schwung ausschwärzen. Jo, den nehme ich wohl mit. Jo, das ist hier. Ach so. Ach, das ist meine linke Maus. Ah. Das ist Combo. Ja, genau. Ah, jetzt check ich das. Was macht das? Ich kann es nicht machen, ich muss nämlich erst Mana aufbauen. Ich auch, aber ich habe schon welches. Aber ich muss sagen, der Zerstörer hat richtig coole Moves. Oh, krass. Die sehen das sah geil aus. Guck mal, was man da jetzt macht. Guck mal. Das ist schon abgespaced. Das müssen wir jetzt eigentlich. Ich muss mit dem Typen nochmal reden, oder? Kann das sein? Ja, so ist das. Ich hab vergessen, mit dem zu reden, wegen dem Quest. Because of this quest. About the quest, bro. Lauft um euer Leben, sagt er. Warum? I do not know. Jetzt muss ich mit dem hier reden. Ich muss da vorne hingehen. Ich gehe mal da vorne hin. Wo musst du hin? What? Da vorne. Das ist voll verrückt, Alter. Dieses Game ist verrückt. Ja. Vor allem das Game sieht super gut aus. Hä, wo muss ich jetzt hin? Nee, sie erschreckt mich. Jetzt muss ich auch da hinten hingehen, kann das sein? Ja, da wo... Du hast ja hier so eine ganz kleine Minimap. Also unter der Minimap. Ah, ja. Mhm. Die werde ich aber so ein bisschen woanders hinmoven. Ich auch, ich werde so ein bisschen weiter nach unten machen. Ja, weil das obstruiert irgendwie so ein bisschen. Ein wenig, ja, ein wenig. Und ich muss sagen, ich muss immer wieder Fokus auf dieses Art-Design legen. Ich meine, guck dich das an. Wie geil ist das bitte? Dieser riesige... Vor allem, guckt dir mal bitteschön den Himmel an, ja? Wie geil das aussieht. Ja, der Himmel ist richtig geil. Wenn ihr euch diesen Baum anguckt, mit diesem komischen Zauberstamm oder whatever, das ist richtig heftig. Das ist es, in der Tat. Das geheime Leben der Bäume annehmen. Ist geil, Cutscene. Das ist also ein komischer Baum. Ja, der Baum mit den Ferkeln ist das. Ja. Such nach einer Baumgruppe mit Ferkeln, da gibt's bestimmt nur einen von. Auf der ganzen Welt. Ja, ich weiß sogar, wo der ist. Echt? Ja, dann lass den gleich mal boxen. Ja gut, dann boxen wir den. Mr. Taz, let's play, let's go. Okay, Mr. Ultra Force, let's box that guy. Yeah. So, du siehst, wo ich hinrenne, ne? Im Moment sehe ich gar nicht, dass ich in der Cutscene bin. Ja, okay. Ein Problem, was ich sehe, ist, dass die Cutscenes out of sync sind. Ja, das stimmt. Garnison in Not, ich werde bla 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 bla. Serumproben, whatever. Und da hinten ist noch ein Quest. Mr. Ultra Force, kommen Sie zu mir. Und dann werden, nachdem ich alle Quests angenommen habe, werden wir... Haut mich nicht, was ist das für eine Wache? Haut mich nicht. Heißt das tatsächlich so? Nein, der heißt Leolin und seine Profession scheint Wache zu sein. Wo gehen wir jetzt hin? Sag mir, wo ist der Typ? Wir müssen dort entlang. In den Kampf! Fight! We fight or we die! That's the plan! Oh mein Gott, Mass Effect 3 Ending, too bad. Too bad. Ey, aber ne, kennst du schon die Indoctrination Theory? Nope. Die besagt, dass alles was nach diese... Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, das kann jetzt nicht sein, sonst spoiler ich Leuten hier das Mass Effect 3 Ending weg. Ich sag's dir nach der Aufnahme. Okay. Ich glaube, da hinten ist Vekas der Böse. Und da ist nochmal Vekas der Böse. Da wollte ich hinrennen, da wollte ich hinrennen. Es gibt so viele Vekas der Böse, das kann doch nicht sein. Oh, der boxt dich, Alter. Ich komm von hinten. Richtig, richtig Gaylord-Style. In your face. Warte. Mir fehlt das Mana. Oh man, das sind so richtig coole Moves. Oh yeah. Yes. Baum so, fällt! Oh mein Gott, guck dir mal bitte die Quest schon mal an. Baum fällt! Birthed. Birthed, Alter.
aufs Gesicht. Oh mein Gott, heute ist ja der 1. April. Ich hab's hingekriegt, bisher noch nicht getrollt zu werden. Oh, wirklich? Ja. Ich auch nicht. Und das am Official Troll Day, Alter. Oh mein Gott, the official Troll Day of the World und so. Oh mein Gott, das ist fast so cool wie der Talk Like a Pirate Day. Arg. Ist richtig, oh, Niveks beste Stiefel. Die ich nicht benutzen kann, so gut sind die. Das sind Stiefel, ja, die kann man ganz toll wo versenken. Ja, die sind so schwer, damit kannst du wie die Mafia Leute im See versenken. Genau. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Quest. Oh mein Gott, ich muss gleich zurück in die Base, weil ich habe mit Legaten Lahm noch nicht gesprochen. Also zurück in den, ich muss noch zurück in den Anfang, bis gleich. So, geht weiter, das waren keine wirklichen Quests mehr, das war nur halt diese Einführung, bla, derbe. Und ich brauche jetzt Serumproben von kränklichen Norux und übe das Besiegen großer Gruppen an, von Kreaturen an, Ferkeln. Und das werden wir jetzt auch tun. Lass es uns tun, meine Kameraden. Oh, da ist sogar noch ein kränklicher Noruk direkt dahinter. Das ist doch schon mal... Oh mein Gott, Ferkel! Oh mein Gott! Es ist Ferkel aus Winnie Pooh. Doppel von D. LOL. LOL. Ruffelkopter. Warum kriege ich nur einen klaren Sieg pro Mobgruppe? Scheiße. Warum dauert das so lange? Und warum hat der Wichser mir meine scheiß Mobs gepult? Weiß nicht. Arschloch. So, Funkel, Nagel, neue Axt für Stufe 6. Ja, das ist prima. Oh, die Map gehört jetzt mir, Alter. Hold auf. So, was ist mit dir? Aha. Ich werde euch zerschmettern. Oh, kränklicher Nuruk spawnt direkt neben mir. Gefällt mir. Trainingsbombe. Aha, interessant. Erstmal meine Fähigkeiten hier benutzen, das kann ja nicht sein. Schon liegt der Freundchen, Alter. Du machst deine Special Move nicht auf mich, Alter. Du stirbst. Bevor du das tun kannst. Warum habe ich. Diesmal habe ich keinen klarer Sieg bekommen, oder? Das ist merkwürdig. Ich verstehe nicht, wie dieser Quest funktioniert. Mein Special Move machen, der so viel Damage macht wie gar nichts. Gar nichts. Und diesmal habe ich zweimal. Vornehmer wieder bei John. Vornehmer Rombos. Was John hier geschrieben haben? Was? J-H-O-N. Lol. John. Ja, es ist John. 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 In Recht. Oh, ihr habt den Fortschritt, Bumm und so. Ah cool, hier haben wir wieder einen Quest. So, ich hab jetzt fünfmal klarer Sieg. Es muss aber auch mal langsam hier gut sein, oder? In der Tat, das muss es. Holt irgendwas von irgendwem zurück. I do not know what it is, but I think it's bad. However, it does not matter at all. Kuttenschoßfest, was ist das denn? Kann ich das anziehen? Yo. Das wäre möglich. Oh, Moment, jetzt habe ich was Rotes an. Ih, ist ja widerlich. Ja, Rot ist voll die Superfarbe, Alter. Passt aber... Aber jetzt sieht mein Charakter voll langweilig aus, weil jetzt nur noch rot ist. Okay. Oh, und ich wandelte all die Viecher mit meinem Special Move, Alter. Und das sind irgendwie lilane Charaktere, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Da ist einer lila. Der ist bestimmt irgendwie so High-Level. Nee, ich würde sagen, dem ist einfach schlecht. Oder das. Und ich brauche noch ein paar kränkliche Noruks. Ein kränklicher Noruk befindet sich dort auf 12 Uhr und ich werde ihn vernichten, so wie seine Sippe. Oh mein Gott. Da liegt er auf dem Boden. Und er liegt auf dem Boden. Mit seinem kaputten Hoden. Ja, im wunderschönen Hodenwald. Ich meine, Serumprobe. Rate mal, wovon das ein Serum ist. Und was für ein Serum das ist. Ja, ja. Kopfkino, ne? Jetzt hab ich dich kaputt gemacht. Das Ding muss erstmal sterben. So. Jetzt brauche ich noch eine Serumprobe und dann haben wir das. Aber da sind zu viele Mobs auf einmal und den kann ich hier boxen, wenn der Gliederuh weggeht. Komm mal her, mein kränklicher Noruk-Freund. Noruk, ja. Noruk. So, jetzt boxe ich den um und dann ist alles in Ordnung. Wie viel Damage das macht, das ist so fett, das ist so richtig fett.
Okay, 2 Quests fertig. Oh, ich will mal gucken, ob ich hier runterspringen kann. Ich könnte sogar irgendwas verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Also oh, nee, hier, okay, unsichtbare Wände. Minuspunkte in Design und Atmosphäre. Das kann nicht sein, ey. Das ist böse, ne? Unsichtbare, nee, es ist einfach lang, ganz in... Unsichtbare Wände halt, ich meine, was soll ich zu sagen, ist einfach scheiße. Das ist nicht gut. Das Krümetallerz hacke ich jetzt mal ab, ohne dass ich eine Spitzhacke habe. Egal, yay, ist jetzt meins. Ein Bergbau habt ihr die Stufe 1 erreicht. Fuck yeah. Hier lang muss ich. Oh, fuck yeah. Yeah, fuck yeah. America, fuck yeah. So, ich habe... Aha. Brr. Very interesting. Ich habe irgendein Allheilmittel gefunden. Das ist ja wirklich langweilig. So ein Allheilmittel können wir gar nicht brauchen. Ja. Ey, Moment. Das kenne ich nicht. Freundeslistenhelferin. Wow. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich super. Alle Schuhe, die ich kriege, sehen gleich aus. What the fuck? Und die bringen auch alle die gleichen Stats und die haben alle anderen Namen. Yep. Könnte ich doch. Ja, Taktikausbilder. Glück gehabt, ihr habt Stufe 5 erreicht. Fähigkeit schon erlernt. Und ein Glücksei gekriegt. Oh, das machen wir doch direkt mal auf. Oh mein Gott, was kriege ich nur? Okay. Ja. Okay, dann kriege ich. Holismus-Trank. Nur, egal, wo bist du? Ich bin hier irgendwo. Komm mal her. Ich finde dich voll nicht. Du bist da. Ja. Wir sollten vielleicht mal anfangen, unsere Quest wieder zusammen zu machen, weil ansonsten driftest du mir davon. Ja, das wäre natürlich möglich. Entdeckt Turmbasis. Oh, mit der kann ich reden. Okay. Einführung und Sammeln, ja, okay. Drückt F bei dem Stein rechts von mir. Oh, richtig geile Atmosphäre hier. Drückt F. Ich muss ein Lagerfeuer aufstellen. Yeah. Warte erstmal auf mich, ey. Wir müssen jetzt mal hier wieder versuchen, die Quests zusammenzumachen, weil sonst... Das driftest du mir davon, Ultra, nein! Lass mich nicht im Stich! Lass mich nicht im Stich, Ultra! Dann warte ich hier auf dich. Ultra, verlass mich nicht! Und tapp mal eben während der Aufnahme raus. Oh Gott! Was ist denn jetzt los? Ja, was ist das da? Die maximale Auswahl am Film. Oh, nice. Keine Ahnung wodurch, aber nehme ich wohl. Oh mein Gott, es ist Ultra! Hallo, Ultra! Hallo! Wenn ich am Lagerfeuer bin, erhöht sich meine normale Ausdauer oder was? Ja, genau. Ja, dann bleibe ich erstmal ein bisschen und rede dann mit der Ollen. Ein günstiger Besuch. Am Lagerfeuer erholen, bitte fahrt fort. Oh, ist das interessant? Erzähl mir mehr davon. Das ist dir ganz toll. So, also, kann ich das Lagerfeuer jetzt machen hier? So. Es gibt ein weiteres Lagerfeuer in der Nähe. Komm schon. Es gibt ein weiteres Lagerfeuer. The fuck. Wenn jetzt du willst, aber, kannst du mit mir mal eben PvP machen, damit wir das denn auch zeigen. Würdest du sagen, dafür machen wir einen separaten Part, oder? Ja, dann machen wir an die... Für die Föderation, ne? Dann machen wir an dieser Stelle, ich gebe nachher den Quest ab und dann war es, glaube ich, für den Part und danach machen wir einen PvP-Part. Zeigen euch das PvP und, immer auf Talisman. Okay, das mache ich auch noch eben schnell. Wir müssen Talisman des Ansturms. Muss ans Lagerfeuer gehen und dann... Nö, hab ich jetzt schon. Weil ein Lagerfeuer in der Nähe ist. Das war deins. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir diesen Part und machen dann im nächsten Part weiter mit Let's Test Terror Online, mit mir, Tess und dem Ultraforce. Joho. Da ist er. Und im nächsten Part machen wir PvP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.